Ich habe am 1. September 1949 bei Hertie angefangen. Dadurch ich eine der kleinsten Lehrlinge war, konnte natürlich keine schweren Stoffballen tragen und für Mode war ich auch zu klein, kam ich natürlich in die berühmte Kurzwarenabteilung. Und bei Hertie war es so, dass man 3 Jahre festbleiben musste. Man wurde nicht woanders hingeschickt. Also lernte man alles über Borten und Spitzen und Reißverschlüsse und Knöpfe, alles. Und damals war das ja 49, gab es ja in München praktisch bloß 2 berühmte Kaufhäuser. Das war der Hertie und der Ludwig Beck am Rathauseck. Es gab noch keinen Kaufhof, denn der wurde erst so in 53, glaube ich, wurde der erst fertig. Also gab es kaum Kurzwaren. Und die Bauern, die gingen natürlich immer alle zum Hermann Tietz, hieß er der früher, und kauften hauptsächlich eben Stoffe und wurde alles selber genäht. Auf alle Fälle 3 Jahre hatte ich da gearbeitet, bekam im ersten Jahr 25, im zweiten 35 und im dritten 45, hatte einen Monat... D-Mark. D-Mark natürlich, D-Mark. Und hatte natürlich auch eine Monatskarte zu bezahlen, weil ich in Allach wohnte. Es gab ja noch keine S-Bahn, musste ja mit dem Zug fahren. Die hat 5 Mark gekostet. Also hatte ich 20 Mark nur und wollte aber unbedingt ein Rad. Also habe ich da gespart. 6 Monate konnte ich mir also überhaupt nichts leisten, um dieses schöne Rad mir zu kaufen. War natürlich kein, hatte glaube ich auch keine Gangschaltung, aber es war ein Fahrrad. Und dadurch ich mir dann im Sommer diese 5 Mark sparen wollte, bin ich auch jeden Tag von Mai bis September immer mit dem Rad von Allach bis zum Hauptbahnhof gefahren, um mir diese 5 Mark zu sparen. Auch in die Berufsschule nach Schwabing bin ich mit dem Radl natürlich wieder in die dünnen Ritzen der Straßenbahn rein und bin wieder hingefallen. Also ich habe eigentlich schon ein bisschen Angst gehabt, wenn ich da über den Stiegelmeierplatz da und so weiter. Aber ich habe das eigentlich geschafft. Ich habe nie einen Unfall gehabt, bis auf das ich halt in Bamberg geflogen bin. Und mein Mann, also den hatte ich ja dann, wie gesagt, schon fest im Griff. Und dann habe ich immer gesagt, den ganzen Tag stehe ich da neben den Süßigkeiten, weil Kurzwaren und Süßigkeiten war damals, war das nebeneinander und immer dieser herrliche Geruch. Aber ich konnte mir ja keine Tafel Schokolade leisten, die hat ja damals 1 Mark gekostet und 1 Mark war für mich unheimlich viel Geld. Also hat mein Mann sich gedacht, ach die Arme, sie redet immer von der Schokolade. Und dann ist er lieber gelaufen von der Preisingstraße bis zum Bahnhof, um das Straßenbahngeld sich zu sparen. Und hat mir dann 1 Tafel Schokolade dafür mitgebracht. Manchmal sind wir mal ins Aki-Kino, wie das dann schon eröffnet war. Das war ja ganz billig damals. Ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat, aber spottbillig, das Aki. Konnte man immer reingehen zu jeder Zeit, auch wenn der Film schon lief. Ne? Und dann wollte ich ihm halt auch immer ein Stückchen abgeben und er hat gesagt, nein, ich esse keine Schokolade. Und hinterher hat er mir gesagt, ich hätte es liebend gern gegessen. Aber ich habe gesehen, mit was für einen Appetit und du die Schokolade verspeist. Dann habe ich lieber auf das alles verzichtet. Oder wenn ich gesagt habe zu ihm, wenn es geregnet, dann bring einen Schirm mit. Ja, dann kam er ein Trenchcoat an, ja, wo ist denn der Schirm? Wieso hast du keinen Schirm dabei? Da hat er den unter den Mantel versteckt gehabt, so schräg drin, dass man überhaupt nicht gesehen hat. Und dann schob er oben so raus und sagte, hier hast du deinen Schirm. Da habe ich mir gedacht, da siehst du mal, wie die Männer früher waren. Und heute schieben sie Kinderwagen und sind glücklich.